Hey YouTube, willkommen bei SoWhat. Heute habe ich für euch ein Sleeve mitgebracht, das extra angepasst wurde für das neue MacBook Pro mit Retina-Display. Hier seht ihr das gute Stück. Es ist von der Firma Watercant und die haben eines der ersten Sleeves rausgebracht, extra angefertigt und maßgeschneidert für das MacBook Pro mit Retina-Display in der Größe 15 Zoll. Ich habe es auch schon ausprobiert mit dem normalen MacBook Pro in 15 Zoll. Das passt tatsächlich nicht rein, zumindest nicht ordentlich. Also, probieren wir mal aus, wie das Richtige reinpasst. Generell lässt sich erstmal sagen, es ist ordentlich verarbeitet, es ist handgemacht in Deutschland und es ist zu 100% aus Wollfilz. So, machen wir das auf mit Klettverschluss. Der Deckel kommt natürlich weg. Wir haben hier zwei Kletten dran, die spiegeln sich hier unten wieder, sodass wir das einfach dann zuklappen können, wenn das MacBook Pro drin ist. Auf der Rückseite haben wir hier noch eine Öffnung, da können wir noch Adapter etc. reinstecken. Es ist nicht groß genug, oder es ist groß genug für den Powerbrick, aber sollte man das mal auf dem Kopf halten, fällt der Powerbrick sofort aus, weil er zu schwer ist und auch die Öffnung einfach zu weit offen hält. Gucken wir mal, wie es genau da reinpasst. Hier haben wir das MacBook Pro mit Retina-Display und wir stecken das jetzt einfach mal hier rein, Klappe zu, Affe tot und es passt. Ist ja auch extra dafür angefertigt. Trotzdem bin ich nicht ganz zufrieden mit der Passform, denn hier unten der Rand, ihr seht, wie weit ich da festhalte, komm mal näher ran, so, das ist alles ohne MacBook Pro, das heißt, das fängt erst dahinter an. Dazwischen sind noch die Nähte und noch der Rand der Tasche. Das macht das Ganze natürlich deutlich größer und gerade wo das MacBook Pro mit Retina-Display so schön flach und klein ist, hätte ich mir gewünscht, wäre das ein bisschen besser angepasst. Genauso an der Seite, auch wieder sehr viel Platz noch. Ist natürlich gut, sollte es uns irgendwie mal so auf die Seite fallen oder so auf die Seite fallen, ist da relativ viel Filz zwischen, das heißt, das ist gut geschützt. Aber wann fällt ein Gerät schon mal so genau auf die Kante? Meistens fallen die ja irgendwie dann doch so flach oder so hin. Genau. Oben ist das entsprechend nicht so dick, weil da ist ja der Knick drin, wo wir das einklappen. Aber an sich ein ordentlicher Schutz. Die Rückseite bietet auch durch dieses Doppellayer mit der Tasche drin einen halbwegs ordentlichen Schutz. Hier vorne, dieser Bereich ist auch ein bisschen eine Schwachstelle, hier unter der Klappe. Denn da ist das schon sehr dünn und man hat wirklich das Gefühl, man passt fast komplett durch auf das MacBook Pro. Mit dem Deckel an der drüber ist das natürlich dann weniger schlimm. So viel zu der Tasche. Generell würde ich sagen, dadurch, dass es auch noch nicht so viel Auswahl gibt, extra passend für das Retina MacBook Pro, würde ich sie als Kaufempfehlung beschreiben. Aber es gibt einen super großen Nachteil und das ist der Preis, der ist total übertrieben. Dieses Ding kostet bei Amazon momentan 79,99 €, also 80 Euro für so ein Sleeve. Finde ich total übertrieben, aber es gibt momentan sehr wenig Alternativen. Es gibt von Almwild, genau, etwas Ähnliches, das ist aber an der Seite offen, was ich persönlich nicht so glücklich finde, weil ich trage das halt auch gerne mal so unterm Arm irgendwo. Finde ich das nicht so glücklich, wenn es an der Seite offen ist. Ich habe das lieber dann sicher dicht und es ist auch hier komplett offen und nur mit einer Schnalle dicht. Das heißt, man hat keinen Rundum-Komplettschutz. Finde ich nicht so gut. Es gibt noch was von einer anderen Firma, den Namen habe ich jetzt vergessen. Das sind noch 10 Euro Unterschied und das wäre wahrscheinlich auch gut gegangen. Aber ansonsten war es das auch schon. Viel mehr gibt es da nicht, wenn man irgendwie so einen Filz oder so haben möchte. Ich bin extra nicht zu anderen Optionen gegangen, zum Beispiel welche mit dem Reißverschluss. Denn bei meinem alten MacBook Pro musste ich feststellen, da hatte ich die von Crumpler, die Taschen, die ich eigentlich sehr gut finde. Aber die haben an den Ecken, wo der Reißverschluss hing, dann Kratzer reingemacht. Und ich weiß, ist ein Gebrauchsgegenstand, so ein Laptop, und man muss ja nicht jeden Kratzer vermeiden. Ist ja auch richtig, aber ich stehe einfach nicht so auf die kleinen Kratzer. Ich kann das überhaupt nicht leiden. Und ja, ich hätte es am liebsten, wenn die rund um die Uhr immer nach 2 und 3 Jahren immer noch genauso aussehen, als hätte ich sie gerade erst aus dem Papier geschält. Ja,
Ist eine Eigenart von mir, aber deswegen habe ich gedacht, verzichtest mal auf Reißverschlüsse und nimmst nur sehr weiches Material. Hoffentlich klappt das. So, soviel zur Review der Waterkant Wollfilztasche, Sleeves für das neue MacBook Pro mit Retina-Display. Ich hoffe, die Review hat euch gefallen und wir sehen uns demnächst wieder. Macht's gut, bis dann und tschüss.